Lass uns doch mal vor Ort umhören bei unseren Nationalmannschaftsreportern. Guten Morgen, Jochen Stutzki und Markus Höhner. Guten Morgen. Guten Morgen nach München. Frisch und munter wie immer. Wie ist denn bei euch die Meinung? Khedira oder Schweinsteiger oder beide zusammen? Wie sieht's aus? Jochen. Ja, ich glaube, ich spreche da für uns beide. Wir wären eher der Meinung, dass wir sagen, Khedira und Schweinsteiger ist natürlich irgendwie ein hausgemachtes Problem von Joachim Löw, dass er eben mit drei defensiven Mittelfeldspielern spielt, mit einer 6 und 2 Achtern. Philipp Lahm ist gesetzt, davor 2 Achter. Bislang Kroos plus Khedira oder Kroos plus Schweinsteiger. Und da Lahm eben nicht rechts hinten spielt und eine Position im Mittelfeld besetzt, ja, muss Joachim Löw drei von vier Spielern spielen lassen. Einer muss auf die Bank und das war eben jetzt das Problem bisher. In meinen Augen ist es so, dass Khedira und Schweinsteiger das gerne auch zusammen interpretieren können mit Toni Kroos und Lahm dann rechts hinten spielen soll. Sollte Lahm aber allerdings im Mittelfeld auflaufen, wäre ich dann für die Lösung, dass trotzdem Khedira und Schweinsteiger spielen und Toni Kroos vielleicht mal ein Päuschen bekommt, denn der hat mich im Spiel gegen die USA überhaupt nicht überzeugen können. Markus, es klingt immer so durch, auch beim Bundestrainer, als wenn beide nicht hundertprozentig fit sind, sowohl Khedira als auch Schweinsteiger. Ihr seid ja immer dabei, wie ist euer Eindruck? Ja, das hat er gestern auf der Pressekonferenz mal vorsichtig angedeutet und demnach kann man tatsächlich fast davon ausgehen, dass er Khedira in der Startformation bringen wird und Schweini wieder draußen ist. Aber im Wesentlichen, glaube ich, ist die Grunddiskussion, er scheint sich eben davor zu drücken, beide zu bringen. Und da bin ich ganz bei Jochen und auch bei dem, was ihr da eben besprochen habt. Es bleibt das große Thema, warum spielt Lahm nicht rechts hinten? Warum hat Jogi Löw zu Beginn dieser Fußball-WM so viel umgestellt? Warum zieht er Lahm nach rechts hinten, was er so lange nicht gespielt hat? Warum ändert er das System, ein 4-3-3, statt des lange Jahre üblichen 4-2-3-1? Warum plötzlich eine Abwehrreihe mit vier Innenverteidigern? Er hat viel verändert zu dieser WM, was er über lange Monate vorher nicht praktiziert hat. Normalerweise nutzt man ja die Gelegenheit und spielt eine Mannschaft ein. Er hat das anders gemacht und daran wird er sich messen müssen. Jochen, wie gehen die beiden denn damit um? Bastian Schweinsteiger und Semih Khedira. Ja, bei Bastian Schweinsteiger ist eines klar zu erkennen, er meidet die Medien, er gibt keine Interviews. Er ist jedes Mal nach den Spielen wortlos durch die Mixed Zone, also durch die Interviewzone, an den Journalisten vorbeigegangen. Mal mit einem Handy in der Hand, hat nur aufs Handy geschaut, mal hat er die Journalisten überhaupt ignoriert. Er möchte nicht sprechen, er löst das quasi intern für sich selbst. Im Training allerdings macht Bastian Schweinsteiger einen sehr zufriedenen Eindruck, egal ob er gespielt hat oder nicht. Er ist immer happy, er ist immer frisch, er ist immer froh und strahlt auch eine Selbstzufriedenheit aus. Ich glaube, dass das so eine eigene Art von Motivation ist, dass er erstmal ruhig ist und mit Leistung überzeugt. Und er hat auch nach dem Jürgen Klinsmann-Motto gespielt, wenn er reinkam oder von Anfang an gespielt hat gegen die USA. Er hat die Brust rausgenommen, er hat Präsenz gezeigt. Er hat für mich überragend gespielt, war gegen die USA der beste Mann, war gegen Ghana der beste Mann. Und deswegen gehört er für mich ganz klar in die Startelf. Und bei Semih Khedira ist es so, dass er betont, dass er natürlich spielen möchte. Und ich glaube, er genießt auch das Vertrauen des Bundestrainers, der immer auf ihn gebaut hat, trotz seiner langen Verletzung. Semih Khedira war weiß, dass der Bundestrainer ihn bevorzugt. So sind wir uns einig. Und deswegen geht er auch sehr locker mit der Sache um. Von der Stimmung her ist das also gar kein Problem in der Mannschaft. Joachim Löw muss aufstellen. Und dann kann es vielleicht irgendwann zu einem Problem führen. Stand jetzt allerdings aber noch nicht. Felix Magath hat heute gesagt, Jochen, Höwe, das ist eine Fehlbesetzung auf der linken Außenverteidigerposition. Wurde darüber auch diskutiert? Ja, bei uns Journalisten wird darüber heftig diskutiert. Wir selber haben es ja im Stadion miterlebt, dass Benedikt Höwe das offensichtliche Schwächen im Spielaufbau hat. Er hatte mehrere Chancen, den Spielzug einzuleiten, hatte mehrere gute Passmöglichkeiten in diesem Spiel und hat kaum einen dieser Pässe zum Mann gebracht. Und in der Defensive hat er mich bei dieser Partie gegen die USA auch nicht vollkommen überzeugen können. Er hat mehrere Kopfballduelle beispielsweise gegen Jermaine Jones verloren, den er von Schalke 04 kennt. Jones ist deutlich kleiner als er und da hat er sich einfach nicht gut angestellt gegen die USA. Hat er einfach einen schwachen Tag gehabt. Deswegen muss Höwe das mit dieser Kritik leben. Allerdings hat Joachim Löw gestern auf der Pressekonferenz betont, dass er von Benedikt Höwe das eben nicht erwartet, dass er in der Offensive stark ist, dass er gute Flanken schlägt, sondern dass er eine klare Aufgabe hat, defensiv gut zu stehen. Löw hat gesagt an Höwe, das kommt so schnell keiner vorbei. Und bei Kopfbällen ist er vorne enorm gefährlich und präsent im Strafraum. Und darauf kommt Joachim Löw an. Deswegen können wir auch davon ausgehen, dass Höwe das weiter links hinten verteidigen wird. Ja, dann sagen wir Dankeschön an euch beide, an Markus und an Jochen. Ihr dürft euch wieder hinlegen jetzt.